Hallo, hallo, ihr Lieben. Ja, ich möchte einmal darüber sprechen, über Hilfe annehmen. Warum es so wichtig ist und gleichzeitig so schwer. Ich bin hier immer noch in Sardinien, bin in der Nähe von Abertrax und ja, wenn ich jetzt hier drücke, dann seht ihr mich besser, genau. Hilfe annehmen, warum es so wichtig ist und gleichzeitig doch so schwer. Ja, damit ihr das auch hier seht, ich habe ein ganz normales Sommerkleid an. Und damit es nicht so komisch ausschaut wie beim letzten Video, zeige ich euch das jetzt. Diese Sache mit dem Hilfe annehmen ist mir persönlich ja auch so wahnsinnig schwer gefallen. Und zwar, ich versuche mich heute echt kurz zu fassen. Aus dem Grund, weil ich glaubte, dass mir niemand wohlgesonnen ist. Meine Grundeinstellung, eine meiner Überzeugungen tief, tief, tief in mir war, alles sind gegen mich, niemand ist da, um mir wirklich zu helfen. Alle haben nur eigene Interessen, die sie verfolgen, aber niemand will mich sehen, sieht, was ich brauche, kann mich verstehen und möchte mir wirklich aus tiefstem Herzen helfen. Und dann hatte ich noch die Vorstellung, wie eine Hilfe für mich aussehen muss, was man dazu machen muss. Und eins der größten, tiefliegendsten Überzeugungen war, dass man etwas tun muss, was sich für mich angenehm anfühlt. Etwas, was für mich gedacht ist, etwas, was mir hilft, was mich unterstützt. Das muss angenehm sein, das muss liebevoll sein, das muss sanft sein. So soll Hilfe für mich aussehen. Ja, und so sieht Hilfe aber leider nicht aus. Hilfe führt mich zu meinem allerinnersten Lügen, zu genau solchen Dingen, wie ich jetzt gesagt habe. Hilfe führt mich dazu, meine Überzeugungen und Glaubensgrundsätze zu erkennen und zu sehen, was mich von den Dingen abhält, die ich so gerne möchte, die ich so gerne mir wünsche, die ich aber nicht haben kann. Und genau dieser Weg, wenn du erkennst, was dir im Weg steht, wenn du erkennst, welche Blockaden, welche Überzeugungen, welche Glaubenssätze, was Gelerntes dir im Weg steht, das ist Hilfe. Und das führt dich an Bilder, an Situationen, die vielleicht hochkommen, die nicht angenehm sind. Und dazu musst du zuerst wissen, wer du bist. Wenn du ganz tief weißt, dass diese Dinge, die du jetzt siehst, Bullshit-Lügen sind, einfach verdammte Geschichten, die von Generationen zu Generationen in unserem System weitergegeben werden und gar nicht irgendwas mit dir zu tun haben und schon gleich gar nicht dein eigenes sind, dann kannst du das auch anschauen, dann kannst du das auch betrachten und dann kannst du sehen, oh mein Gott, was habe ich da nur geglaubt über mich, über andere, über die Beziehung zu anderen, über wie das Leben funktioniert. Und das, was ich glaube, wird das Leben mir zeigen. Das hat das Leben mir schon immer gezeigt. Das Leben zeigt mir nur das, was ich glaube. Und wenn ich dahin komme an diesen Punkt, wo ich annehmen kann, dass das Leben mir die Dinge nur zeigt, dass mein Helfer, mein Unterstützer mir die Dinge zeigt, die ich verändern darf. Und dass es gar nichts mit mir zu tun hat, dass es gar nicht meinen Wert bestimmt, dass es gar nicht sagt, ob ich gut oder schlecht war bis anhin, ob ich Fehler gemacht habe, ob ich Schuld auf mich geladen habe. Das hat damit nichts zu tun. Und wenn du das weißt, kannst du diesen Weg gehen. Und dann kannst du auch Hilfe annehmen, weil diese blinden Flecken, diese Dinge, die du selber nicht erkennst, das sind genau die Dinge, die du wissen darfst, damit du sie verändern kannst. Niemand will mir helfen. Wie wär's denn mit, alle wollen mir helfen? Jeder will mir helfen. Jeder ist in mein Leben gekommen, um mir zu helfen. Das ist so. Es gibt keine Begegnung in deinem Leben,
die nicht gekommen ist, um dir klarzumachen, was dein Innerstes gerade glaubt, was für ein Spiel es spielt, was für ein Leben es sich gerade kreiert, was für ein Ich, was für ein Selbstkonzept es gerade kreiert. Alles, jeder im Außen ist dazu gekommen, um dir diese Klarheit zu geben. Ohne eine andere Intention. Nicht um dir weh zu tun, nicht um dich zu kritisieren, nicht um dich klein zu machen, nicht um dich zu unterdrücken. Einzig und allein, um dir zu zeigen, was für Überzeugungen gerade am Start sind. Das ist alles. Und wenn du das zulässt aus dieser Perspektive, wenn du dich aus dieser Perspektive auf eine Reise machst mit anderen Menschen zusammen, von denen du annimmst und weißt und überzeugt bist, dass sie da sind, um für dich zu gehen, um dir aufzuzeigen, wo deine Überzeugungen einfach in die Richtung dich treiben, in die du nicht sein willst, in dein Leben dich treiben, dass du nicht leben möchtest, in eine Beziehung dich treibt, dass du nicht leben möchtest, in einen Job dich verharren lässt, den du nicht machen möchtest. Nimm dich an, nimm dich für wertvoll, nimm an, wenn du Dinge ablehnst, wenn du etwas nicht möchtest, erkenne den Sinn dahinter. Erkenne die Hilfestellung dahinter. Und dann kannst du weitergehen, ohne dass es irgendetwas bedeutet. Dein Sein ist göttlich. Dein Sein ist perfekt. Dein Gesundsein ist perfekt. Dein Lebensstil ist perfekt. Dein Aussehen ist perfekt. Nur deine Überzeugungen trennen dich davon, es zu sehen, diese wahre Perfektion zu sehen. Und ich möchte dich wirklich daran erinnern, zu erkennen, um was es hier geht in diesem Leben. Es geht darum, dass du dir all das erlaubst zu sein, was du in Wirklichkeit schon lange bist, als das, was du hier auf die Welt gekommen bist. Als dieses komplett angenommene, geliebte, gesehene, getragene und unterstützte Wesen. Und erst wenn du dich als das siehst, als das annimmst, als das spürst und als das für wahr nimmst, dass du das in Wahrheit bist und dich so wahrnimmst, wie du wirklich bist, wie du wirklich gedacht bist, als du hierher kamst, dann wird dein Leben, deine Beziehungen, die Menschen in deinem Leben werden es dir spiegeln. Es wird von dir kreiert. Es ist schon lange da. Es wird ins Außen manifestiert. Aber es ist schon lange da und es existiert alles. Aber durch dich wird es auf die Welt gebracht, in die Form gebracht, in die formvolle Welt gebracht, aus der spirituellen, geistigen, energetischen, quantenphysischen Welt, Feld, wie du es nennen möchtest, wird es von dir in die Form gebracht. Und dadurch wird es geboren. Und diese Perspektiven, die dürfen langsam aber sicher so tief in uns eindringen, dass es niemals mehr einen Zweifel gibt und dass ich nichts mehr aus der Perspektive betrachte, ich bin nicht gut genug oder ich habe was falsch gemacht, ich muss was verbessern. Leute, das verändert Leben. Es verändert Leben, wenn das eindringen darf. Wenn die Wahrheit über deine Perfektion, über deine Gesundheit, über das, was du wirklich bist, in jede deiner Zelle eingedrungen ist, von deinem Hirn, von deinem Verstand, von deinem konzeptionellen, analytischen Verstand als Konzept abgespeichert wird, so dass es nichts anderes mehr gibt wie dieses Konzept deines Lebens, deines Seins, deines Selbst. Dann veränderst du die Welt. Alle wollen so gerne eine tolle Welt. Aber es fängt bei selbst an. Deine Welt ist von dir outgepusht. Und aus diesem Konzept heraus zu leben, das ist Spaß, das ist Freude, das ist Spiel, das ist Erfüllung. Und tu dich niemals kritisieren. Tu niemals irgendetwas an dir nicht gut oder nicht gut genug finden. Sondern bringt einfach jedes Mal diese Wahrheit,
die in uns angelegt ist, ein Stückchen mehr nach außen. Und wir sind jetzt hier in dieser Gesellschaft, in dieser Situation, in diesem System, um es zu verändern. Aber bei selbst fängt es an. Und deswegen lade ich dich ein, komme, mach es mit, spiele mit, habe auch diesen Shift. Shifte deine Realität, lebe aus der Fülle, aus dem Vollen heraus. Und das Volle ist das Wahrheitliche, das ist das, dass nichts fehlt. Das heißt voll. Es fehlt nichts, es gibt kein Umzu. Es ist alles da. Und dass du dort bist, wo alles ist, darum geht es in der Frau, die alles hat. In diesem wunderbaren Mastermind geschehen Wunder am laufenden Band. Wunder, Wunder, Wunder. Weil die Frauen, die da sind, die wissen das, die spüren das ganz tief, was ich jetzt gesagt habe. Und sie spüren es jeden Tag tiefer und tiefer. Und sie gehen raus damit, sie zeigen sich damit, sie sprechen es in Existenz. Sie sprechen ihre eigene Wahrheit in Existenz. Sie hören es aus der Perspektive von anderen Frauen, die ihre Wahrheit in Existenz sprechen. Und dazu hast du noch ein 1:1 Coaching einer der wunderbaren Mentorinnen, die mit dir selber deine ganz persönlichen Dinge, Blockaden, Knacknüsse, nenn es wie du es möchtest, anschaut. Heute kannst du noch einsteigen für 3.300 Euro. 10 Sessions in der Gruppe mit mir, 10 Wochen. 10 Wochen Austausch täglich in der Telegram-Gruppe, täglich. Wenn du dich einbringst, wirst du getragen, wirst du gehalten, wirst du geführt von deinem Spiegel, von den Frauen, die dich spiegeln dürfen. Und davon bin auch ich eine, davon sind die Mentorinnen jeweils eine, die sind da. In jedem Coaching sind sie da und bringen sich ein. Ich bringe mich ein auf meiner eigenen Reise. Die Mentorinnen reisen immer noch weiter, weil es ist eine Reise in die Unendlichkeit, in die Unendlichkeit der Perfektion. Alle sind da, um dich mitzutragen, um dich mitzureißen, um dich mitzulieben, um dich mitzubegeistern. Und gleichzeitig hast du jemanden an deiner Stelle mit Text oder WhatsApp-Nachrichten, mit Zoom. Es gibt keine bessere Art und Weise, zusammenzuarbeiten. Es gibt keine bessere Art und Weise, sich zu unterstützen zu lassen. Einmal für dich 1:1, individuell und persönlich, und andererseits für dich in der Gruppe, weil die Gruppe bist nur du, ist dein Spiegel, ist dein outgepushtes, ist deine Kreation. Und das ist großartig, wenn du das erkennen kannst. Und dann kannst du eben so durchs Leben laufen und siehst im Supermarkt, beim Friseur, wo auch immer du ankommst, siehst du deine wunderbaren Kreationen in jedem Menschen. Du heilst alle Beziehungen. Es ist der Hammer. Es ist ein wunderbares Programm. Ich wollte dich heute nochmal daran erinnern, dass du 1.100 Euro sparen kannst. Du kannst dich auch heute anmelden und erst in einer oder zwei Wochen starten. Das kannst du gerne machen. Wenn du sagst, ich gehe jetzt noch in Urlaub, wenn du sagst, ich möchte das noch fertig machen oder was auch immer, du kannst dir diesen Preis jetzt sichern, du kannst dir deinen Platz jetzt sichern und du kannst dir deine Reise jetzt sichern für 3.300 Euro statt 4.400 Euro. Und ich habe kein Problem damit, das teurer zu machen, weil ich weiß, es wäre das Hundertfache wert, wenn du 10 Wochen hier reist. Ich könnte alles verlangen. Weil es verändert das Leben von jeder, die dabei ist. Warum darf das nichts kosten, wenn es dein Leben so viel besser macht? Und da darfst du auch lernen, wie hoch ist dein Preis? Wie hoch darf dein Preis für dein Angebot oder für deinen Angestelltenjob sein? Wie darfst du dich fühlen? Wie wertvoll? Das spiegelt sich alles. Was darfst du dir alles erlauben? Die Frau, die alles hat,
Die Frau, die alles hat, sie führt sich selbst. Sie führt sich selbst vom nächsten zum nächsten zum nächsten Level. Immer einen Schritt weiter, immer einen Schritt weiter. Und wenn du jetzt einsteigst, steigst du dort ein, wo die Frauen jetzt schon sind, die schon eine Weile dabei sind. Und du sparst dir so viel Zeit. Und deine private, persönliche, individuelle Mentorin, die hilft dir, dass du mit einem Schwupp dort dabei bist und dort mitreist. Und nicht irgendwie das Gefühl hast, ich bin später eingestiegen, oh mein Gott, nein, zack, hallo, hier bin ich. Das ist unser Motto. Hallo, hier bin ich. Du steigst ein, du bist da, hallo, hier bin ich. Und schon bist du dabei. Und das ist so, so wunderbar und ich bin so dankbar, ich bin so glücklich, dass ich dir das jetzt hier anbieten kann. Das kann ich nur machen, weil ich meine wunderbaren Mentorinnen habe, die mich unterstützen, die selber weiter wachsen und deren jede einzelne am Herzen liegt. Tja, ich glaube, ich habe alles gesagt und ich freue mich auf euch. Bye, bye.